Kommen wir nun zu einem weiteren Unterschied für WPF. Und dieser ist, dass wir keine Timer einfügen können, wie in der Forms-Anwendung, diese aber dennoch existieren. Ich habe hier mal ein neues Projekt geöffnet, füge einfach mal einen Button ein, der dann diesen Timer auslösen soll, sowie ein Label, der den Inhalt des Timers darstellt. Da kommt dann gleich rein unser Timer. Dann als erstes schreibe ich eine neue Integer, die ist einfach mal Zahl und ist gleich 0. Das ist einfach nur gleich, wie auch in dem Timer-Beispiel für Forms, diese wird hochgezählt. Um einen Timer einzubinden, müssen wir eine neue Bibliothek unserem Programm hinzufügen, und zwar über die ganzen Using-Befehle hier oben. Und zwar brauchen wir Using System.Windows.Threading. Dieser, wie auch schon in dem Timer-Video, steuert den Prozessortakt und holt uns da diesen Intervall raus, den wir brauchen. Nun, nachdem wir unser Windows-Threading eingefügt haben, müssen wir einen neuen Dispatcher-Timer hinzufügen. Schreiben wir über unserem Public-Main-Window, schreiben wir einfach Dispatcher-Timer. Den geben wir dann Namen, Timer ist gleich New Dispatcher-Timer, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Nun können wir auch in den initialen Components die entsprechenden Werte einfügen. Das war Timer plus gleich, ähnlich wie auch bei dem Buttondruck, New Event Handler. Und hier in die Klammern schreiben wir jetzt den Namen einer Funktion. So, gucken wir nochmal eben, dass wir Event Handler richtig schreiben. Nehmen wir die zum Beispiel Timer-Tick. Als nächstes können wir unseren Timer auch ein Intervall geben. So, machen wir es hier oben auch nochmal eben umändern in Timer. Punkt Intervall. Und hier kommen wir jetzt mal zu 0,0,1. Dieser Intervall beschreibt ungefähr wieder eine Sekunde. So, das Ganze ist natürlich dann auch wie bei den anderen Zuweisungen auch richtig geschrieben werden, ist gleich New Time Span, also eine neue Zeitspanne mit eben unseren Werten. So. So sieht das schon besser aus. Als nächstes müssen wir nur noch unseren Private Void Timer Tick erzeugen. Wie auch in der Forms braucht dieser wieder ein Object und auch wie beim Button, und der ist auch wieder hier Sender. Und das Event Arch ist E. Hier können wir dann wieder verschiedene Elemente hinzufügen. Hier können wir dann wieder sagen Timer.Start, Klammer auf, Klammer zu. Und hier sagen wir einfach wieder Zahl plus plus. Label 1.Content gleich Zahl.ToString, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Ganz einmal wieder gestartet. Fügen wir den Befehl nochmal eben neu ein, Timer.Tick, das hatte ich glaube ich eben vergessen, gleich Event Handler ist gleich plus gleich New Event Handler Timer Tick. Das fügen wir einfach so ein. Timer Tick dann hier dann klein geschrieben. Das ist der Name unserer Funktion und dann soll das Ganze jetzt auch funktionieren. Button, Timer startet und er zählt hoch. Gut, ich hoffe, diese kleine Einführung in C-Sharp hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.